Mein Name ist Linus Volkmann. Herzlich willkommen in der Lesung Radiohead sind Idioten, die Beatles auch. Vielen Dank. Ich habe ja Berlin sei Dank zum ersten Mal zwei Gäste auf der Bühne. Freue ich mich sehr. Torben! Ich hatte so mal, war so mein Traum, wir fahren dann und so zwischen den Konzerten, da können wir dann bonden und sind danach Freunde. Aber leider hat Torben immer noch geschlafen. Ich hatte das Gefühl, so zum Schluss hat er mir die Hand geschüttelt und wusste gar nicht so genau, wer ich war. Begrüßt bitte mit mir als Rihanna Margarete Stokowski. Dann saßen wir da so rum und haben, weiß ich nicht, ganz normal über Sternzeichen und unsere Gefühle gesprochen. Und dann hat er gesagt, so um 2:30, so, ich habe noch eine SMS bekommen, jetzt kommt gleich Margarete Stokowski vorbei, ich glaube, sie hat schon getrunken. Ich so, boah, wie aufregend. Und dann hast du aus dem Hintergrund, aber vielleicht kann sie Cola mitbringen. Wie stehen die Chancen, dass es beim nächsten Interview mit dem nächsten Musiker wieder genauso laufen wird? Ich sehe mich schon im Familienkombi von Babsis. Oder auf dem Gesicht von Turbostadt. Ey, mir wird ganz anders. Kann ich jetzt noch zu trinken stellen? Ich hätte gerne Jägermeister Cola ohne Eis. In so einem Eimer. Das kommt jetzt einigermaßen überraschend für mich. Aber als Mensch und Musikfan will ich natürlich nicht unhöflich wirken. Hebe meine Hand Richtung Rihanna, forme mit zwei Fingern das Victory-Zeichen und stammle, ja, why not? Sexy time coming on. Dennoch bleibt dieser flüchtige Augenblick im Gedächtnis und soll wieder hervorgerufen werden, wenn im Infozettel oder auf der eigenen Webseite steht, unbedingt laut anhören. Es handelt sich hierbei also streng genommen nicht um eine Aufforderung, sondern um ein Flehen. Dabei wird ein Bitte laut hören im Musikinfo ähnlich, als würde man bei einem Restaurant in die Speisekarte schreiben, bitte sehr hungrig kommen. Aber da fehlt ja das Komma. Ich bin stolz auf das Komma, was war, relativ Einschub, nähere Beschreibung ist das mit infinitem Verb. Aber man denkt sich, ja, warum nicht? Hier sind die T-Shirts, ja, drucken wir, super. Einer schreibt auch, weiß ich nicht, Adolf Hitler drunter. Das kann im Mund gehen. War einer von euch schon mal im Internet, ey? Vielen Dank, Berlin, vielen Dank, Cottbusser Tor.